hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS 2 auf der TSM Map 6.0 und dem Patch 1.21. Ja, und ihr fragt euch, warum fährt der Onkel Nubi wie ein Bover im Kreis? Kann ich euch zeigen. Achtung, ich bremse jetzt. Ja. Der eine oder andere hat es jetzt eben an der Kabine gesehen, worum es geht. Achtung, ich fahre nochmal an. Und ich bremse. Ja, ich möchte euch heute den Mod vorstellen. Und zwar den Ultra Realistic Physic Mod V4.2 in seiner Final Version. Wir gehen mal rein, damit es ein bisschen ruhiger ist. Ne? Dann könnt ihr mich auch ein bisschen besser verstehen. Ja, den Ultra Realistic Physic Mod will ich euch heute mal zeigen. Wir fahren auch noch mal eine Runde hier so drinne in unserem Scania R700. Den kennt ihr natürlich jetzt schon. Wir bremsen auch noch mal hier. Upp. Bewegt sich auch, ne? Beim Anfahren bewegt sich, beim Bremsen bewegt sich. Wie es jetzt so mit der Fahrerei ist, das müssen wir gleich noch mal sehen. Ja, warum zeige ich euch diesen Mod und nicht den... das neue DLC von SCS. Das kann ich euch sagen. Ich habe mir das neue DLC angeschaut von SCS. Das Accessoires DLC. Oder wie ich es gerne nenne, Tine Wittler fummelt an unserem Innenleben des LKWs rum. Ja, habe mir das Ganze mal angeschaut, auch bei anderen YouTubern, was es da so gibt. Ne? Da kriegt man also eine Hula-Dame, ein Wackeldackel, eine Kühlbox, eine Tasche, einen Kompass, Wimpel an der Windschutzscheibe, Gardinen mit Bommeln. Jetzt schauen wir uns hier um. Ne? Gardinen mit Bommeln haben wir schon, hat der Modder schon gemacht. Ein Wimpel haben wir auch, zwei sogar. Oder oben sogar noch mehr in der Scheibe. Ja, rumliegen tut hier auch eine Menge. Das Ganze, was SCS mit dem DLC dann noch gemacht hat, das Ganze bewegt sich dann auch noch so ein bisschen. Ja, dafür möchte SCS dann 4 Euro haben. Sagen wir ehrlich, ein bewegender Kompass, den gab es schon vor einem halben Jahr in Mod-LKWs. Hula-Dame gab es auch schon vor einem halben Jahr in einem Mod-LKW. Freunde von SCS, da habt ihr uns jetzt eigentlich nichts großartig Neues gezeigt, was die Modderwelt uns nicht auch schon mal präsentiert hat. Und die wollten keine 4 Euro für uns haben. Gut, 4 Euro ist nicht viel Geld, aber das will ich mal sagen. Für Dinge, die es schon gab, dann nehme ich die 4 Euro, lege sie mir beiseite und warte, bis der American Truck Simulator rauskommt. Dann nehme ich mir die 4 Euro und dann kaufe ich mir das Spiel, das neue. Aber für dieses DLC, nein. So, aber dann wollte ich natürlich auch, habe ich mir Gedanken gemacht, was bewegt sich denn sonst noch bei so einem LKW? Was hat sich denn bis jetzt nicht bewegt bei uns? Und da fiel mir auf, die Hütte hat sich nie wirklich bewegt. Ne? Unser Fahrerhaus hat sich nicht bewegt. Das war starr mit dem Chassis irgendwie verbunden. Deswegen, wenn wir über sowas rübergefahren sind, wie da, wo wir gleich rüberfahren, hier die Ausfahrt, dann ruppelte es mal kurz, aber es blieb immer alles gleich irgendwie. Der LKW sprang ein bisschen durch die Gegend. Bum, das war's. Deswegen habe ich mal geschaut. Der eine oder andere Modder hat sich schon sehr, sehr früh auch darum mal Gedanken gemacht. Diese Mods gibt es schon wirklich länger. Dieser Mod, den ich heute hier zeige, der ist auf die Version 1.21 jetzt schon angepasst. Und man soll es nicht glauben, der funktioniert sogar mit unserem Mod-LKW, dem Scania R700. Obwohl er geschrieben hat, das würde nur bei den... ja, Standard-LKWs funktionieren, die SCS sowieso mitgebracht hat. Funktioniert es auch hier. So, und wir werden jetzt mal ganz langsam hier aus der Ausfahrt rausfahren. Deswegen wird es wieder ein bisschen lauter, weil unser V8, der brüllt ja doch ein bisschen. So, wie ihr seht, beim Anfahren bewegt sich auch unsere Hütte. Und beim Rausfahren bewegt sich auch das gesamte Chassis. Wir fahren mal ganz vorsichtig hier auf den Bürgersteig, damit wir das da auch nochmal sehen. Boah, seht ihr? Früher sprang einfach nur der LKW einmal in die Luft. Jetzt bewegt sich dabei die ganze Hütte. Wir machen das auch nochmal rückwärts. Mal sehen, ob wir das auch von dieser Seite hier schön einfangen können. Also rückwärts, seht ihr. Und jetzt das Vorderrad. Na, kriegen wir das schön drauf. Ja, wie ihr seht, da bewegt sich auch wunderschön das Rad dann.
nicht nur die Hütte, nein, auch unser Rad. Oh, schön verchromt da drin, der Radlauf, ne? Kriegt das jetzt... Ah, so sehen wir es besser. Oh, wir fahren nochmal vorsichtig runter. Hopp, von hinten auch. Hopp, da wackelt die Hütte. Sehr schön, sehr gut. Ich glaube, das ist etwas... Das kriegen wir für unter 4 Euro. Dieser Mod kostet nämlich gar nichts. Und wir haben durchaus ein schönes Fahrgefühl dabei. Ne? Wir fahren noch mal ein bisschen. Die Hütte hebt sich wieder so ein bisschen. Oh, das Schalten, ne? Das Schalten. Oh, treten wir mal voll in die Bremse. Wupp. Knickt wunderbar ein. Ja. Das nenne ich neues Fahrgefühl. Ob sich da jetzt noch ein paar Wimpel bewegen oder nicht. Der eine mag es, der andere nicht. Der eine sagt sich, das muss ich haben. Der andere sagt, nee, brauche ich nicht. Und ich muss sagen, na, da soll sich bei mir lieber die Hütte bewegen. Das finde ich vom Fahrgefühl hier eigentlich viel, viel schöner dann. Als ob sich da jetzt ein Totenkopf bewegt an der Windschutzscheibe oder ein Hullermädchen vor mir hier auf dem Armaturenbrett tanzt. Ne? Oder eine Reisetasche da so rechts neben mir jetzt rumsteht. Ja. Was wichtiger ist, ist der KI-Verkehr und, ne, so hier wackel, wackel. Wackel, wackel tut's hier auch. Also, muss ich sagen, SCS. Das hättet ihr vielleicht auch einfach so dazufügen können. Da hättet ihr wahrscheinlich der Spielerwelt eine größere Freude gemacht, als das, wie ihr es jetzt gemacht habt, als DLC zu verpacken, weil da habt ihr uns schon Dinge präsentiert in Patches und habt dafür kein Geld verlangt. Die waren weitaus größer angelegt als jetzt zum Beispiel dieses DLC, was ihr rausgebracht habt. Aber wir wollen das Ganze auch noch mal ein bisschen testen. Das heißt, wir fahren natürlich ein bisschen und zum Fahren brauchen wir einen Auftrag. Und dann sind wir natürlich Frachtmarkt, so ein bisschen falsch geklickt. Ne? Wir sind in Oslo, wollen wir mal schauen, was wir hier finden. Jönköping, das ist so das Dichteste, was wir hier finden können gerade. Das nehmen wir mal. So, als Navi einstellen. Oh, mal schauen, wo wir ihn abholen müssen. Oh, ein Stück fahren müssen wir dann doch. So. Dann werden wir wohl mal in dieser Folge eben kurz bis zum Auflieger fahren. Und in der nächsten Folge dann schon mal testen können, wie sich das Ganze denn jetzt so im Alltag für uns darstellt. Oh, 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 der bremst erstmal fleißig. Ja, KI in Oslo, ne? Immer gut da, immer gut da. Da hat sich nach wie vor nichts geändert. Tja, schauen wir mal. Jetzt ist das der Patch 1.21 ja eine Woche raus. Ne? Dann können wir hier wahrscheinlich jetzt eine Woche lang spielen, würde ich mal sagen. Mal sehen, was dann als nächster Patch kommt. Wenn die so in ihrem 2-Wochen-Turnus bleiben, ist es ja bald wieder soweit. Lassen wir uns mal überraschen. So, dann setzen wir uns erstmal bequem hier auf unserem Stuhl, ne? Weil unsere Hütte so schön wackelt, müsste ich mir eigentlich noch so vom Presslufthammer den Motor hier an den Sitz schnallen, damit das dann auch unter mir so ein bisschen wackelt. Aber die Kabine wackelt auch beim Lenken so ein bisschen hin und her. Macht sich jetzt auch so ein bisschen im Lenkrad bemerkbar. Ein etwas anderes Fahrgefühl. Das kann ich euch jetzt natürlich so im Moment schlecht vermitteln. Ich kann euch das nur sagen, dass es im Moment so ein bisschen anders ist im Lenkrad. Kommt so leichte, wie nennt man das? Rückantwort des Fahrzeuges an mich zurück. Ne? Bisschen anders, aber auch da gewöhnen wir uns. Macht auf jeden Fall doch noch recht viel Spaß so. So, 90 erreicht, ne? Wir schmeißen Tempomat mal rein. Und brettern dann erstmal zu unserem Auftrag. Obwohl der in Oslo ist, ist das, wie ihr seht, im Navi noch 114 Kilometer entfernt. Also doch noch ein ganzes Stück zu fahren. Wir machen uns aber auch nochmal unseren kleinen Hilfsspiegel da oben mit an, damit wir auch auf der rechten Seite ein bisschen was sehen. So, dem Kollegen hinterher. Uhu.
ging fleißig in die Bremse. Ja, beim Gasgeben hebt sich auch immer ein bisschen die Hütte, ne? Ein klein wenig. Bin aber auf jeden Fall schon mal begeistert, dass es auch bei diesem Mod-LKW dann klappt, bei unserem Scania R700. Nicht, dass ich jetzt erstmal mit dem Standard-LKW fahren müsste, um euch diesen Mod zu zeigen. Nö, geht auch so, ne? Ah, ich glaube, da vorne an der Mountstation, da war doch so ein schöner Geschwindigkeitsbegrenzer, ne? Und da schauen wir uns das Ganze nochmal von draußen an, würde ich sagen. So. So. Weg mit den anderen Fahrzeugen, wir wollen das hier sehen. Dup. Sehr schön. Ja, ich weiß, immer rausstreiken, nur um das zu sehen, ist ein bisschen anstrengend. Wir können uns das Ganze ja noch klein machen. Ja, 14 Euro. Maut, wir können uns das Ganze jetzt nochmal von drinnen gucken. Wir fahren mal illegalerweise hier auf die Gegenspur. Da kommt wohl hoffentlich keiner. Und dann wollen wir uns das Ganze auch mal von drinnen so gönnen. Oh ja. Wackel, wackel. Ah, ja, fahr mal du vorbei. So. Wir wollten nur mal was testen. Entschuldigung, KI. Nicht verwirrt sein jetzt. Gottes Willen, haben wir wieder die KI verwirrt, ne? Ah. Ah, hat der Modder doch dezent gut hingekriegt, ne? Ich habe schon andere gesehen, bevor ich mich für diesen entschieden habe. Ich kann euch gerne auch den Link in die Beschreibung und das Video packen. Da waren einige sehr optimistisch, da sprang der Reifen, der Stoßdämpfer so aus, als ob es ein kaputter Stoßdämpfer ist. Da war das Rad dann fast an Fensterhöhe eingeklemmt. War sehr lustig anzusehen. Vorm Bus, da schaffen wir. Oh, der Bus fährt gar nicht, sehr gut. So, hier wieder aus. Auch hier beim etwas schärfer in die Kurve einlenken. Gibt es eine ganz tolle Rückmeldung im Lenkrad gerade. Das hatte ich vorher so noch nicht. Ja, doch, schön. Ich glaube, den kann man erstmal so ein bisschen drin lassen. Ob der jetzt wirklich mit jedem Odd-LKW dann auch so funktioniert, dieser Realistic Pfizig Mod. Das muss man dann wahrscheinlich selber mal kurz ausprobieren. Der eine oder andere wird wahrscheinlich nicht funktionieren, fürchte ich, aber unser Scania, mit dem wir jetzt unterwegs sind, da lübt das Ding. So, ihr habt jetzt auch gar nicht geguckt, wo wir die... Ai, ja, schön. Mit dem neuen Geräusch von SCS, was sie eingeführt haben, wenn man über diese Bodenwellen... Ne, duck, duck. Dann macht das Ganze jetzt mit diesem Mod dann doch ein bisschen mehr Sinn, auch finde ich. Auch bei diesen Auffahrten hier jetzt, wo es so ein bisschen huppelt, wo es ein bisschen uneben ist. Ja. Uiuiui. Ja, der wollte uns nicht so durchlassen, ne? Tja, da können wir aber auch gespannt sein, wie sich das Ganze dann nachher mit dem Auflieger mal verhält. Das werden wir dann erst sehen, wenn wir da beim Kunden angekommen sind. Erstmal müssen wir anscheinend die ganze Ecke fahren hier. Nur schlappe 40 Kilometer, nur damit wir zum Kunden kommen. Respekt. Tja, Oslo ist groß. Merkt man jetzt mal wieder. Um zum Kunden zu kommen, machen wir schon eine kleine Weltreise. So lang sind manche Aufträge nicht, wenn man anfängt in ETS 2. Da fährt man das dann gerade mal so einmal die Straße rauf und dann ist man schon beim nächsten Kunden. Hier müssen wir schon fahren, nur damit wir zu unserem Auftrag kommen. Sehr schön. Läuft bei uns, ne? Ja,
ich fahre das Ganze jetzt etwas zügiger, damit wir dann doch wenigstens noch in dieser Folge auch da ankommen, wo wir hinwollen. Damit ihr dann jetzt schon seht, womit wir dann in der nächsten Folge quasi fahren. Womit wir dann unseren Alltagstest machen für diese Mod. Denn das muss ja alles erprobt werden, gezeigt werden. Ich stelle euch ja nicht nur einfach was vor und sagt dann so, macht mal. Nein, wir testen das gleich auf Herz und Nieren hier. So, da vorne wieder rechts ab. Da tun wir natürlich gern, ne? Lassen unsere Hütte noch mal ein bisschen einknicken. So. Oh, da haben wir das Richtige gefunden hier, das Bergwerksgelände, ne? Ja. Ja. Unebene Fläche, würde ich sagen. Da werden wir bestimmt eine Menge Spaß haben. Dumm machte das schon. So, holen wir uns mal kurz noch den Auftrag zusammen. Auftrag annehmen, genau. So, schwenken wir auch noch mal kurz raus. Während wir da so versuchen, halb aus dem Winkel mal da hochzukommen, schauen wir mal. Schauen wir mal, was unser LKW so macht, wie er sich verhält auf dieser unebenen Strecke, wie ihr seht. Auch hier bewegt sich das Ganze doch ein bisschen mehr. Oh, du Kollege, wir wollen das sehen. Ja, das ist, auf jeden Fall sehen wir uns schön unsere durchdrehenden Reifen hinten, oder? So. Aber ich würde sagen, mit dieser Bombensensation, dass wir jetzt hier erstmal auf diesem Schottergrund angekommen sind und uns in der nächsten Folge unseren Auflieger holen werden, kommen wir erstmal zum Ende dieser Folge, zu unserer Mod-Vorstellungsfolge. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat zum Ende einer Folge, dann liked es, kommentiert es, abonniert es, teilt es. Ja, oder disliked es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.